Hallo Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich euch etwas Sonniges mitgebracht, nämlich einen Smoothie, der euch richtig Power gibt für den Tag, wenn ihr ihn zum Beispiel als Frühstücksersatz nehmt. Ich habe gedacht, wir machen mal etwas, was euch auch das Leben erleichtert und ein paar frische Früchte mit super Vitaminen einfach in den Mixer werfen. Das ist was, das macht das Leben angenehm, schnell und bunt vor allem. Und das finde ich super. Die Zutaten sind auch bunt, passend zum kommenden Sommer. Wir haben einmal Erdbeeren, 100 Gramm, die habe ich schon von dem Grün entfernt. Die kommen so damit rein und die werden dem Smoothie eine tolle Farbe geben. Dann eine Banane, zwei Orangen, etwas Zitrone, so wie man es mag, und etwas Vanilleextrakt. Das ist optional, wenn ihr den nicht im Haus habt, ist es auch nicht schlimm. Und zu guter Letzt noch etwas Wasser. Hier sind nochmal die Zutaten im Überblick, damit ihr dann auch alles einkaufen könnt entsprechend. Ich tue schon mal die Erdbeeren in den Mixer, damit ich mir etwas Platz machen kann auf meinem Brettchen. Es kommt hierbei wirklich nicht ganz genau auf die Mengen an. Wenn ihr etwas mehr habt, etwas weniger. Hauptsache, es kommt so ungefähr hin. Eine Banane. Bei der Banane ist es wichtig, dass sie reif ist. Ne, das ist ganz wichtig, weil wenn sie ein bisschen unreif ist noch, dann hat sie nicht den gleichen Geschmack, wie wenn sie reif ist. Wir mögen zum Beispiel gerne Bananen, die Pünktchen haben außen, weil wir finden die irgendwie besonders lecker. So, rein damit. Dann das Wasser schon mal. Das Wasser, da können wir nachher noch nachjustieren, wenn wir nicht genug Wasser haben. Und dann können wir noch schauen, ob uns das nicht reicht. Und dann würden wir gegebenenfalls noch nachlegen. Jetzt müssen wir noch die Orangen schälen. Die sehen wirklich super aus. Das machen wir nur ganz grob. So mache ich das eigentlich ganz gerne, immer außenrum schneiden. Und schon hat man eine Orange zum Beispiel auch mal abends, vielleicht auch statt Schokolade gegessen. Das ist irgendwie immer schöner. So. Und die scheinen auch kernlos zu sein. Das ist wichtig für uns. Hier das Weiße, das was ein bisschen übersteht, das mache ich raus. Aber ich schneide sie nur grob. Das kommt immer auf euren Mixer an. Wenn ihr einen Mixer habt, der nicht so stark ist, dann empfehle ich euch vielleicht die Orange auszupressen. Also nicht so wie ich, die komplett mit auch diesen Faserstoffen reinzutun, weil euer Mixer könnte das dann eventuell nicht schaffen. Dann könnt ihr es so machen und die Erdbeeren und die Banane pürieren und das Ganze so zusammenrühren. Also ihr braucht nicht unbedingt einen Mixer, es geht auch ohne. Aber so ist es natürlich viel einfacher. Jetzt haben wir hier in der Orange eine kleine braune Stelle. Die schneide ich raus, die möchte ich nicht mit drin haben. So, aber der Rest ist noch vollkommen okay. Jetzt kommt noch die kleine Prise Vanilleextrakt. So ein Viertel Teelöffel habe ich gesagt. Ich wünschte, ihr könntet das riechen, das Dufte. Alles zur Seite. Meine Hände kleben jetzt schön orange. So. Einschalten und loslegen. Boah, das sieht doch wohl toll aus. Und schaut euch mal die Farbe an. Ist das nicht die perfekte Farbe? So, oh, guck mal da rein. Toll, toll. Oh, und es duftet zitronig, spritzig, frisch. Es wirkt jetzt ein bisschen orangener, als es eigentlich ist. Eigentlich ist es pink. Erdbeerpink. So, und jetzt dürft ihr auch noch mal schauen, wie wir das ins Glas füllen. Das sieht nämlich richtig, richtig lecker aus. Das ist ein
kleiner Frühstückssnack nach meinem Geschmack. Also das reicht auf jeden Fall für zwei Personen. Wenn ihr alleine frühstückt, nehmt ihr einfach die Hälfte der angegebenen Menge. Und ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.